wir haben uns entschieden, dieses Thema Weltschmerz oder diese Überforderung oder Ungewissheit, die die Welt gerade hat, in einem Tanztheater zu bearbeiten. Also wie im Körper diese Gefühle eine Echo haben und welche Reaktionen entwickeln. Mir hat jemand gesagt, dass ich hier... Wir haben einen Waschsalon, einen für manche bekannten Ort, für manche nicht. Aber was man da tut, ist für alle klar. Man kommt, um seine Sachen zu waschen. Und in diesem sehr konkreten Ort macht sich ein sehr diffuses Gefühl breit. Man begegnet anderen Spuren, die man sonst in diesem Waschsalon nicht begegnet. In dem Stück nach dem Ende von allen war das für uns auch wichtig, dass können wir ein bisschen eine Balance finden durch Humor und Absurdität in Bewegung und Begegnungen zwischen Performerinnen und einfach ein Lachen und Lächeln auslösen können. Wir haben zwei Personen aus dem Ensemble und noch einen Schauspieler plus noch zwei TänzerInnen. Und da treffen erstmal verschiedene Formsprachen aufeinander, die wir in diesem Tanztheater entdecken gemeinsam. Und wir aus verschiedenen Bereichen kommen und deshalb da eine totale Vielfalt an Bewegungsqualitäten aufeinander trifft. Was ist Stabilität? Was ist, was ich kann und erkennen kann? Und was ist ganz im Gegenteil davon? Und das war eine gute Inspiration, selber Bewegungen und Sequenzen und Choreografie zu schaffen. Wir haben uns dafür entschieden, diesem Gefühl Weltschmerz zu begegnen für Menschen ab 8, weil wir das Gefühl haben oder auch aus vielen Erzählungen und aus vielen Erfahrungen, dass das ein Gefühl ist, was sich vielleicht schon früher bei Kindern breit macht, also in dem Alter, wo man so begreift, dass die Welt viel größer ist als das, was mir bekannt ist. Ein Gefühl, was man, glaube ich, ganz schwer in Worte fassen kann, oder mir fällt es total schwer, das in Worte zu fassen, und deshalb bin ich ganz froh, dass wir über den Körper eigentlich auf die Suche gegangen sind und über die Begegnung und über Gefühle und Atmosphären, die sich im Tanztheater, glaube ich, oft schneller oder vielleicht anders zugänglicher erzeugen lassen. Und wir begegnen diesem Gefühl in einem sehr konkreten Ort. Ist das die Eberhardstraße? Ja. 42? Ja. Das ist eine ganz interessante Weiterentwicklung war für mich, wie so ein ganz konkreter Raum auch beeinflussen kann die Entwicklung von der Bewegungsqualität und auch die Aktionen zwischen den Performerinnen. Und dann sind wir zu diesem Moment gekommen, dass wir nicht nur die individuellen Wege von der einzelnen Charaktere folgen können, aber dann schaffen wir so im Raum so einen Raum, dass sie sich treffen können und Solidarität und Zusammenhalten Gefühl kreieren. Und es passieren viele mögliche und gleichzeitig unmögliche Sachen.